Mit YouTube und Google Ads suchst du nach Anerkennung. Tyro Fandubs, 5.500 Abonnenten. Du bist kein Star, weil du auf YouTube deine Parts released. Release doch gleich mit den Lochis und Dagi B. Du Fame-Buche nutzt für Klicks deine Fanbase aus. Sonst heißt bei Whitecast, dein Newcomer kennt sich aus und verkauft seinen Arsch für ein paar mehr Klicks. Ändert nichts an den Parts, die er kickt. Wär dein Rap so erfolgreich wie deine Fandubs, wärst du trotzdem ein Möchtegern-Gangster, der Pringles-Mann mit dem Psychoblick, der für unnötige Videos die Synchro spricht. Du bist ein Spinner im Netz, so wie Peter Parker. Wer ist krank? Für mich bist du ein ziemlich Kranker. Fragst nach meiner Nummer und ich seh es dann doch ein. Gebe dir die der Seelsorgen-Hotline. Sorge, Digga, du bekommst ein blaues Händchen. Und nachdem du es gegessen hast, siehst du nur 1000 Sternchen. Nehm es als Metapher, Chicken Spots sind einfach krasser. Leider spitten wir so heiß, da hilft sicher auch kein Wasser. Und was ist mit deinem Gesicht? Denn du grinst dir einen Dreck, dass du aufhörst, nehmen wir dir deine Pringles-Soße weg. Und erzähl dir lieber nichts von Chicken und dem Autotune. Ich find das auch nicht so geil, wenn es wirklich über 1000 tun. Doch bei Chicken ist es fresh, dein verdammter Rotzer burnt. Deshalb wurde seine letzte Runde auch so oft gehört. Deine Runde hat keiner gesehen. Reise nach Jerusalem, ich lass dich einfach stehen. Und der Magical McChicken bleibt im Kopf seiner Hörer. Du bleibst es nicht, doch versuchst es trotzdem wie Gestörte. Bitch.